Ja, hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Schriftarten. Man kann die Schriftarten hier oben unter Start bei Schriftart einstellen. Hier ist ein Feld. Wenn man hier draufklickt auf den kleinen Pfeil, dann sind hier die verschiedenen Schriftarten zu sehen, die man mit Word einstellen kann, indem man sie formatiert. Dazu klicken wir das Wort entsprechend doppelt an und können dann eine Schriftart entsprechend auswählen. Wenn die Schriftart etwas weiter herunten ist, muss man sich nicht durch die Liste scrollen, sondern es reicht, wenn man hier die ersten beiden Buchstaben eingibt, hier zum Beispiel Times, und dann taucht diese Schrift schon auf. Calibri ist standardmäßig eingestellt in Word 2010. Korean New ist eine ältere Schrift. Hier auch wieder Korean New und fertig ist die Formatierung.